So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mein Test. So. Anlage läuft. Anlage läuft gut. Okay. Was wir jetzt mal machen, ist, wir gehen mal kurz zum Spawn. Und zwar habe ich mir eine neue Fläche rausgesucht. Oder anders gesagt, ich habe eine Fläche gefunden, die ich sehr schön fand, sehr groß, gut zum Bauen. Und dementsprechend habe ich mir sie mal unter den Nagel gerissen für unseren Let's Play, so als zweite Niederlassung. Mal gucken, wie wir hier dran vorbeikommen. Das liegt nämlich hinter dieser Burg, die bei so weit echt geil aussieht. Kommt man hier bei der Burg rein zufällig hoch? Habe ich actually noch nie probiert. Oh, sieht fast so aus. Nice. Cool. Ja, gebaut von Miniminaut, ne? Also da. Auch wenn er leider schon lange nicht mehr on war auf dem Server. Naja, also. Ist im Großteil wahrscheinlich meine Schuld, in Anführungszeichen. Weil der war halt ein aktiver Spieler, bevor der Server diese lange, also vom vorigen, nee, vom, oh, ich weiß gar nicht mehr, von wann bis wann das war. Aber es war, meine Server war noch mal eine Weile lang offline, so fast ein Jahr oder so. Oder ein halbes Jahr, weiß ich mittlerweile gar nicht mehr. Und ja, vor dieser langen Downzeit war halt ein aktiver Spieler. Und ja, seitdem die Server aber jetzt wieder online sind, war er aber zumindest meines Wissens nach nicht mehr online. Das ist halt das Problem, wenn man Server offline lässt für eine Weile. Oder selbst schon ein paar Tage oder so. Dann kann es halt sein, dass manche Spieler abspringen. Aber gut, dann ist das halt so. Ich hoffe, ich laufe ja auch in die richtige Richtung. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wo das Gebiet ist. Aber es müsste eigentlich die Schlupflinie hinter dem Gebiet gewesen sein. Also hinter der Burg. Und hier wird es auch schon grün. Ja, ich glaube, wir sind hier richtig. So, und hier ist halt eine riesige grüne Fläche. Ja, und ein bisschen was ist hier auch. Aber vor allen Dingen halt eine riesige Grünfläche. Wenn man sich hier mal so umguckt. Auf dem Gebiet da wirklich riesig grün. Und wie man unten links schon sieht, habe ich das Ding auch einfach kurzerhand mal Greenland getauft. und ja, da möchte ich mich auf lange Sicht. Ja, oder wollte mich auf lange Sicht. Jetzt ist es ja doch unmittelbar bevorstehend. Niederlassen. Das heißt, das hier wird unser neues großes Gebiet, wo wir mal A gucken müssen, wo wir uns genau niederlassen. Und vor allen Dingen habe ich halt vor, unser altes Gebäude mit dem neuen Gebiet zu verbinden, mittels einem unterirdischen Tunnel. Deswegen auch diese beiden Bohrer da, ganz cool, dass wir die jetzt haben. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Wir müssten wahrscheinlich schon relativ tief. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können einmal erstmal Richtung Spawn buddeln und dann Richtung Norden müsste das sein. Also das Gebiet, was ich gerade gezeigt hatte, da hinten ist der Spawn. Und das Gebiet, was ich gerade gezeigt habe, müsste da hinten irgendwo sein.
Das heißt, wir können erstmal in die Richtung bauen und dann in die Richtung bauen. Problem ist, dabei kommen wir natürlich am Spawn vorbei. Und da ist natürlich nach unten hin auch relativ viel geschützt. Das heißt, wir müssten da sehr tief buddeln, damit wir bei ungeschütztem Gebiet sind. Oder aber was eine Alternative wäre, ist, wir buddeln erst in die Richtung und buddeln dann auf der entsprechenden Höhe nach links. Das könnten wir machen. Würde ich tatsächlich auch fast schon vorschlagen. Die Frage ist halt, bis auf welche Höhe müssen wir da? Vor allen Dingen hoffe ich halt, dass da keine Gebiete sind, die nach unten hin geschützt sind. Naja, zur Not, Let's Play geht vor. Wenn irgendwer was geschützt hat, der wird weggekickt, der wird gebannt. Bei meinem Server ist Schützen von Gebiet auf eigene Gefahr. Für Leib und Leben. Vor allem Leben. Denn das will ich mir nicht nehmen. So. Ja, sieht aus, als wenn ihr alles ganz normal weitermacht, ne? Sieht doch gut aus. Geil. Ach, ich liebe das. Und die Kiste wird auch langsam, aber sicher immer weniger. Das heißt, es ist alles genau richtig dimensioniert. Das ist cool. Sehr, sehr cool. Was jetzt? Achso, genau. So, vor allem ist die Frage von, wo buddeln wir jetzt hier los? Eine Idee, die ich halt hätte, ist, dass wir hier, dass wir tatsächlich wieder auf. Nee, halt, eins weiter runter. Das war hier. Das als Anfangspunkt nehmen und dann quasi einfach wirklich geradeaus weiter baggern. Vorteil gibt es keine. Nachteil ist halt, wir sind ja noch relativ nah an der Oberfläche. Das heißt, könnte sein, dass wir hier noch vom Wasser geflutet werden. Wobei, so tief ist das hier gar nicht. Ne? Ist ja, obwohl doch da vorne, da schwirrt es schon relativ tief. Vor allen Dingen hätte ich halt schon richtig schön Auf- oder Abgang. Und hier ist halt kaum Platz für sowas. Oh. In meinem Gehege sind Schafe gespawnt, die gehören alle mir. Ha! Ihr Bitches. Jetzt können wir natürlich gucken, ob wir. Ja, weiß nicht, ob wir hier ein bisschen was frei machen von den Dingern hier. Und uns denn hier Sachen bauen? Wollen Auf- und Abgang wäre natürlich schon zu so einer Höhle schon schön. Ich meine, eine Idee, die ich hätte, ist, dass wenn wir sowieso diesen langen Tunnel bauen, dort auch eine Art Lore bauen, dass wir quasi einfach mit einer kleinen Lore halt hinfahren. Problem ist, okay, ich glaube, sowas gibt es hier. Gar nicht. Oder doch? Wobei, das ist aber keine. Nee, 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 das ist nicht so eine Lore wie jetzt bei Mindclone. Aber weiter, guck mal hier. Da, klar. Stimmt, Cards gibt's ja. Never mind. Wollte gerade sagen. Okay, ich bin noch nicht dumm. Zurückgeblieben, ja, aber nicht dumm. So, das heißt, es ist eben. Können wir also tatsächlich eine kleine Lorenstrecke bauen. Wobei dann wieder der Frage wäre, wo wäre der Startpunkt? Wollen wir wirklich hier im Keller starten? Also hier so? Weil ganz ehrlich, auf lange Sicht, die drei Kisten können weg. Das heißt, wir können hier die gesamte Wand einreißen und hier schön groß mit dem den kombiniert vielleicht. I don't know. Wobei das Ding hier wirklich mittlerweile echt fast mehr stört, als es was bringt. Ey, lass mich durch.
können wir halt eigentlich aktuell wirklich dann in die Richtung einfach bauen. Oder wir reißen die Wand auf und machen hier so einen kleinen Bahnhof hin. Die Idee ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Je mehr ich da drüber nachdenke, desto mehr gefällt mir das, die Idee gerade sogar. Wait. Warum klingt die Idee gerade so geil in meinem Kopf? Ach du Scheiße, hier ist ja. Verdammt, hier ist ja mein AKW. Ah, nevermind, wird nichts. Scheiße. Das ist ja mein AKW. Das ist ja blöd. Das ist ja richtig blöd. Mach ich auch nochmal zu. Oh, Doppelmelin. Oh, nicht ganz. Ah, ich bin Fackeln gestellt. Wow, wie weitsichtig von mir. Ja, das ist natürlich scheiße, das ist AKW. Ja. Verdammt. Wir bauen einfach noch eine Etage drunter. Just for fun. Also ein kleiner Untergrundbahnhof wäre schon gar nicht mal so schlecht. Das klingt, je mehr ich darüber nachdenke, desto geiler klingt das. Ich meine, unser Haus hat jetzt schon mehr Keller als Wohnfläche. So seien wir mal ehrlich. Also ist das hier wie so ein CIA-Stützpunkt, ja? Von außen wirkt es wie so ein kleines unscheinbares Haus, aber unterirdisch hast du einfach so eine Umbrella Corporation. Ist doch nicht wahr. Alles Scheiße. Ja. Von daher könnte man natürlich schon argumentieren, okay, wir gehen einfach noch eine Etage drunter und bauen euch wirklich hier so links. Wobei eine Etage hat ja nicht gereicht, ne? Der geht ja noch weiter runter. Ah, nee. Nee, das ist das Scheiße. Ach, Kacke. Na, Kacke. Ja, weiß nicht. Oder wir fangen erstmal einfach mal mit dem Tunnel an und gucken mal, wo wir langkommen. Ich würde auf jeden Fall wirklich erstmal gucken, wenn wir uns jetzt hier die beiden Werkzeuge nehmen. So und so. Und wo wir denn da ungefähr langkommen, wenn ich jetzt hier einfach mal in die Wand reinreiße. Ich würde aber wirklich versuchen, eher. Also nicht in die Flucht, sondern also nicht die drei in die Breite, sondern die und da noch eins rein. Das heißt, wir gehen erstmal. Na gut, hier müssen wir dann wieder zumachen, ganz klar. So, dann müssen die da weg. Und jetzt quasi so in der Flucht weiter. Ach ja, ganz vergessen. Wird ja dunkel. Wir brauchen ja Licht. Fackeln, ich komme. So, haben wir hier. Nee, Quatsch. Ach, hey, wow, wir haben jetzt sogar sechs Fackeln. Lol, das ist aber nicht original. So, du kommst erstmal da rein. Holz. Hä? Du kommst da rein. So nämlich. Spring ich schon vor Freude einfach mal random hoch. Auch nicht schlecht.
Das ist ja an. Ja, das heißt, wir kommen. Uns wird locker das Wasser auf den Kopf fallen. Weil jetzt halt alles Zuckerland jetzt, ne? Wir müssen also wirklich noch tiefer bauen, um dem entgegenzuwirken. Das ist natürlich ein Problem. Ja, eben so tief sind wir ja noch gar nicht, ne? Die Frage ist, wenn wir hier ans AKW vorbei müssen, müssen wir noch mindestens zwei Etagen runter. Also noch ein, also eine überspringen und dann die nächste wäre dann die, wo wir bauen könnten. So, wie sieht es aus? Wir haben ja hier immer doppelten Boden drinnen, ne? Genau, wir haben hier doppelten Boden. Hier haben wir keinen doppelten Boden. Okay. Die Frage ist, brauchen wir überhaupt doppelten Boden? Ich würde gerne abschätzen, wie weit wir runter müssen, um hier dran vorbeizukommen. Wir bauen mal kurz so. Also angenommen, die Deckenschicht möchte ich noch behalten. Dann bräuchte ich aber unten auch noch mal mindestens, ach Gott, damit. Wie hoch muss denn in der Etage sein? Damit das einigermaßen gut aussieht. Wie viel haben wir hier? Wir haben ja hier vier, ne? Eins, zwei. Genau, wir haben vier hoch. Plus die Decke. Das heißt, wir brauchen fünf. Weil wir hier unten auch noch, naja, also den Boden müssen wir dann verbessern. Das heißt aber, der Boden kann an sich drinnen bleiben. Wir brauchen also bloß die vier Bauhöhe plus die Decke. Wir müssen also fünf Stück runter. Wobei, das hier kann ja eigentlich auch weg. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch vier runter. Eins, zwei, drei, vier. So, das wäre the way to go. Und jetzt müssen wir gucken, da ist die Treppe. Ach, in der HV-Kabel gibt es hier auch noch. Ach, leck mich doch am Arsch. Warum hasst mich mein Schicksal? So, okay. Ein Glück kann hier bei MyTest nichts über uns einstürzen. Also schon mal sehr beruhigend. So, wollen wir mal jetzt was gucken hier. Ja, stimmt. Das HV-Kabel geht echt in der Mitte vom Reaktor, also hier lang. Ah, ist das Kacke. Ah, ist das Kacke. Leute, ich glaube, das wird nichts. Das ist. Ich stecke schon wieder fest. Das wird nichts, Leute. Das können wir original vergessen. Weil das HV-Kabel hier mitten im Weg verläuft. Ich meine, wir können das Kabel umlegen. Weil da hinten macht ihr eh einen Knick nach links. Da können wir das Kabel also auch von direkt da Knick nach links gehen machen lassen. Aber. Oh. Stimmt. Beim untersten, ja, eben, das ist sowieso, oh, Kacke. Ja, eben. Hier unterm Boden führen ja auch Kabel und so lang, ne? Das heißt, wir müssen wieder so wie hier mit so Deckenkonstruktionen arbeiten oder sowas, um die zu verstecken. Ach, ist das Kacke. Okay, ich glaube, also wir bleiben doch lieber hier bei der Methode, hier den Tunnel, das Tunnel lang zu graben. Oh, schon kommt Wasser. Aber guck mal, hier ist da Stein. Vielleicht ist es doch nicht so verloren, wie ich dachte. Ich bagger mich da mal lang.
Jetzt werde ich natürlich das ganze Wasser über den gesamten Weg gießen. Aber gut, dem dann so. Ist halt Baustelle hier, ne? Bin ich in der richtigen Flucht? Ja, ich bin in der richtigen Flucht. Ja, ist hier komplett Zuckerland. Draußen schon wieder für den Krach. Ich meine, wirklich ein Problem ist das nicht. Wir müssen einfach nur hier eine Decke reinziehen und dann hier wieder Sand aufschütten. Wird zwar jetzt erstmal ein bisschen hässlich aussehen, aber... Ja... Schwierig. Nee, ich glaube, da müssen wir uns noch mal ein bisschen Gedanken drum machen, wie wir das hier mit dem See machen. Oder wir gehen noch ein paar Stücke nach. Nee, Stücke nach links gehen ist auch blöd. Weil dann müsste ich ja hier irgendwo Tunneleingang machen. Das. Nee, das geht nicht. Ah, verdammt. Da ist jetzt echt ganz schön viel Wasser. Wo kommt der ganze Wasser her? Oder einfach Augen zu und durch und dann gucken wir mal hier, was passiert. Haben wir eine Fackel? Ja, aber. Ist das so schlimm ist das doch gar nicht. So schlimm ist das doch gar nicht. Heilige Scheiße. Oh, wir sind wieder Nacht draußen. Gut, ich nehme mal ganz kurz die Schippe mit. So, wir hatten doch hier eine reingepackt, oder? Ja. Du kommst noch da, du noch da. Ich bin jetzt schon völlig überladen. Vor allem das Schöne ist, die ganzen Gesteine, die wir jetzt abbauen, können wir rein theoretisch sogar einfach alles hier in die Kiste schmeißen. Tada! Nie wieder Verschwendung von Cobblestone. Ist das nicht genial? Leute, das ist so krank einfach. Mann, ist das krank. So, Asphalt. Muss ich noch meinen Bohrer mitnehmen. Dauert aber lange zum Aufladen. Oder kann ich gar nicht aufgeladen werden? Ach! Das ist doch hier Werkzeugdings. Ich brauche doch diese Ladestation. Wo ist denn die Ladestation? Ach hier, genau, hier. Ah, so war das, genau. Aufladen, da. So nämlich. Eben, das Ding hier ist ja nur für Werkzeuge gedacht. Ich meine, gut, das ist eigentlich auch ein Werkzeug. Von daher, aber eben, das ist zum Reparieren. Während das Ding halt einen Akku hat, der aufgeladen werden muss. So ist ja eher die Logik. Ne? Naja, shit happens. Kann ich gleich mal hier noch meine Axt reparieren? Die Schuppe ist ja repariert zum Glück. Deswegen haben die Dinge nämlich auch einen Balken, wenn die Dinger komplett heile sind. Weil das halt einfach den Akku symbolisieren soll. Also schätze ich jetzt einfach mal. Ne? Ach komm, dauert nicht so lange. Let's go. Und ja, ich weiß, wir könnten einfach ein Travelnet bauen. Nee, die ist das Ananas, aber nö. Ich will noch nicht... Achso, scheiße, das Cobblestone.
Was? Ich wollte doch hier mit Cobblestone eine Brücke bauen. Decke, mein ich doch. Wie gesagt, die große Frage ist, wie weit müssen wir bauen? Das ist halt die Frage, auf die keiner eine Antwort kennt. Also zumindest ich nicht. Alter, wie schnell wir vorankommen, Alter, einfach. Da hätten wir früher 20 Folgen gebraucht. Na gut. So viel vielleicht auch nicht, aber so in der Größenordnung. Und schon ist das Ding leer. Hier ist ein Tunnel. Wo kommt der denn her? Stone. Oh, draußen dunkel. So, wenn ich das zweite Bohrer auch weg, sollte das für die Folge auch einfach reichen. Sag mal, beim Benutzen des Bohrers verbrauchen wir extrem viel Energie. What the hell? Warum verbrauchen wir Energie, wenn der Bohrer bohrt? Das ist ja interessant. Gut, okay. Dann soll das erstmal mit dem Tunnel sein. Wie gesagt, wir müssen erstmal herausfinden. Wir werden uns wahrscheinlich an manchen Stellen noch umgraben müssen. So temporär. Weil wir sonst überhaupt nicht herausfinden, welche Flucht wir haben brauchen, ne? Also haben müssen. Leider gibt es hier in-game kein geeignetes Navigationssystem. Und ja, jetzt bitte nicht kommen hier mit drück doch F5, das sind deine Koordinaten. Da habe ich schon einmal was gesagt. Ich werde mich nicht wiederholen. So, das können wir nämlich hier noch mal schnell zumachen. Mann, sieht's hier aus, Alter. Was mache ich da gerade? Ups. Die Steine sollte ich doch eher auf... Achso, es war die richtige Höhe. Ah, na, wenn ihr meint. Es war die richtige Höhe. Was ist das hier eigentlich für Zeug? Der gute alte Leben. So. Haben wir hier auch so ein kleines Dach drüber? Scheiße. So, wenn ich jetzt die Steine wieder wegnehme, fließt es trotzdem wieder rein.
Ah, nee. Cool. Okay. Wasser erfolgreich umgeleitet. Ganz schön dunkel hier. So. Okidoki. Gut, dann soll es mit der Folge auch gewesen sein. Ich schmeiß nur noch mal schnell meine beiden Werkzeuge in die Akkufächer. Du nach da und du nach da. So, und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Was auch immer wir da machen werden. Ich habe selber noch überhaupt keinen Plan. Ich hoffe nur, wir werden nicht alle bei dem Versuch, diesen Tunnelbau zu bauen, sterben. Das ist alles, was ich mir wünsche. Bis dann.